360 Football hier mit einem neuen Video zum Thema Techniktraining für die ganz Kleinen, das heißt für die F- und E-Junioren. Da wir öfters von Eltern angefragt werden, wie man ja, mit seinem eigenen Kind trainieren kann oder auch, ja, es wird ein Kommentar dargelassen, wird hier eingeblendet. Auf dem Programm steht Ballhandling, Slalom. Ich will gar nicht lange reden, wir gehen gleich zur ersten Übung. Nick erklärt sie euch dort auch nochmals. Vamos! Generell muss man natürlich auch noch sagen, dass die ganze Motivation vor allem vom Kind aus kommen muss. Also nur wenn das Kind auch wirklich Freude daran hat, so ein Zusatztraining zu machen oder selbstständig auf den Platz zu gehen mit den Eltern. Nur dann macht es Sinn, denn ja, Freude ist immer der Faktor Nummer eins. Wenn die Freude da ist, dann kann es aber durchaus Sinn machen, so zu trainieren. Aber wirklich nur, wenn die Freude da ist. In diesem Alltag konzentrieren wir uns auf Ballgefühl, Ballkontrolle und Koordination. Ich zeige euch jetzt mal die erste Übung. Ganz simpel, links, rechts, links, rechts. Zuerst könnt ihr wirklich langsam starten. Wenn das Kind dann schneller wird, kann man immer... Wenn er jetzt schon fortgeschrittener ist, kann er auch den Blick lösen. Immer wieder kurz hochschauen, wieder zum Ball. Hochschauen, wieder zum Ball. Zweite Übung, Fokus auf die Koordination. Und zwar geht sie so, abwechslungsweise. Und man muss gleichzeitig vom Ball, also den Ball berühren und gleichzeitig den Boden. Und das immer im Wechsel. Und dann mit der Zeit kann man natürlich auch schneller werden. Ähnlich wie bei Übung 1, jetzt bewegen wir uns einfach nach vorne und nach hinten. Heißt links, rechts, nach vorne, nach hinten. Nach vorne, dann nach hinten. Und dann gleich wieder Blick, Tab wieder lösen. Die vierte Übung ist ähnlich wie die zweite, jetzt aber auch mit Bewegung. So leicht nach vorne gehen, leicht nach hinten. Und dann kann man auch das Tempo steigern und den Blick als Bonus teilweise vom Ball lösen. Bei Übung 5 nehmen wir noch die Außenseite mit. Das heißt, links, rechts, außen, innen, außen, innen. Und da seht ihr, ein Zwischensprung wird gemacht. Links, rechts. Immer so, dann könnt ihr schneller werden. Bei der nächsten Übung nehmen wir die Innenseite und dann, wenn man bereit ist, so mit der Sohle ziehen. Am Anfang kann man hier noch so viele Berührungen machen, wie man möchte. Übung Nummer 7. Nick hat euch die mit der Sohle gezeigt. Jetzt machen wir genau das gleiche. Einfach nur zweimal zwischendrin berühren. Das heißt, 1, 2, ziehen. 1, 2, ziehen. 1, 2, ziehen. Immer so. Links, rechts, ziehen. Rechts, links, ziehen. Und dann könnt ihr auch immer ein bisschen schneller werden. Übung Nummer 8, jetzt kommen wir zum Slalom und da starten wir auch ganz easy.
zwar mit dem starken Fuß, zweimal mit der Innenseite, zweimal mit der Außenseite, zack, zack. Dann mit der Zeit auch hier schneller werden. Dann, wenn wir oben sind, dasselbe mit dem schwachen Fuß, dass wir hier beidfüßig das Gefühl aufbauen. So sieht's aus. Neunte Übung, jetzt brauchen wir beide Füße. Ich zeige es euch kurz. Das heißt, außen, innen, außen, innen. Außen, innen, außen, innen. Zack, 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 zack. Das gleiche jetzt nach oben. Und da könnt ihr immer das Tempo ein wenig steigern. Das heißt, zack, 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 zack. Jawohl. Kommen wir zur 10. Übung. Wenn man alle anderen beherrscht, dann kann man sich an diese Übung ranwagen. Und die geht so: Sohle, Innenseite ziehen. Sohle, Innenseite ziehen. Zack, zack. So reinkommen und dann mit der Zeit das Ganze schneller machen. Zack, zack. Dann gehen wir auf die andere Seite, versuchen das Ganze auch noch mit dem linken Fuß zu machen. So sieht das aus und da kann man natürlich an der Schnelligkeit noch arbeiten. Das war das Training für F- und E-Junioren. Natürlich kann man diese Übungen auch schon mal früher machen oder auch später machen. Natürlich kommt es vor allem auch auf die Intensität drauf an, wie man diese Übungen ausführt. Und zum Ablauf, man kann beispielsweise die ersten 7 Übungen mit etwa jeweils 30 Sekunden machen, die mehrmals wiederholen. Aber es kommt darauf an, auch wie viel Energie und Lust das Kind dazu hat. Und dann bei den Slaloms empfehlen wir etwa 4 bis 6 Längen zu machen, aber wenn jetzt eine Übung noch gar nicht so gut geht, dann kann man natürlich auch viel länger an einer Übung dranbleiben, bis diese dann auch gut funktioniert. Das war's mit dem Video. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und fleißig Kommentare schreiben, damit wir auch wieder gute Videoideen haben für euch. Und ja, schaut unten in der Videobeschreibung nach. Dort seht ihr den Link zu unserer Personal Training Seite. Kommt vorbei. Werdet besser. Vamos!